Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von FCF TV aus dem Trainingslager in Belek. Heute Morgen sagte unser Kameramann und Fotografenlegende Andi Schlichter, wir lassen dich heute mal so richtig alt aussehen und laden uns mal unsere Youngsters des Kaders ein hier zum Trainingslager. Deswegen begrüße ich heute Julian Bauer, Marvin Kuni, Justin Scheinkötter und unser Nesthäkchen Andi Breuer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr Zeit für uns habt. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, das ist dein erstes Trainingslager im Ausland. Du hast ja das Sommertrainingslager mitgemacht. Was kannst du denn als ganz junger Spieler, der noch sehr viel vor sich hat, aus so einem Trainingslager mitnehmen? Ja, also ich bin mega stolz darauf, dass ich dabei nominiert wurde. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier dabei sein darf. Und es ist auch eine Riesenchance, mich mal beweisen zu dürfen, so als Youngster, so als Kleiner, so bei den Großen mal mitzuhalten. Und ja. Marvin, du hast ja doch schon jetzt mal bei Bayern und Paderborn und Vorbereitungen mitgemacht. Zwar nicht so großes Trainingslager, aber wie schätzt du hier diese Location und diese Trainingsbedingungen ein? Ja, ist auf jeden Fall gut hier, haben perfekte Gegebenheiten. Auch mit dem Rasen, Essen ist alles gegeben. Von daher ist ein perfektes Trainingslager, würde ich sagen. Julian, es fällt auf, dass ihr ja immer eine Zeit lang vor der Mannschaft hier auf dem Platz seid und von Torwarttrainer Hermer so richtig gescheucht wird. Wie hart ist es für euch? Weil wenn ich dann dazukomme mit der Mannschaft, dann seid ihr meistens schon platt. Ja, also wir versuchen halt auch das meistmögliche rauszuholen. Und klar, dass man als Torwart ein paar Extraschichten macht, gehört auch dazu. Und ja, sonst ist es ja auch eigentlich eher gechillt, sage ich mal. Und im Trainingslager gehört halt auch so Quälarbeit dazu. Und ja, da versucht man sich halt in der freien Zeit halt auch viel zu regenerieren, viel auszuruhen, das Richtige zu essen. Und ja. Justin, bei dir ist es so, du hast ja massiv großes Talent, bist schnell, hast ein wichtiges Tor gegen Dresden gemacht und alle warten so richtig auf deinen Durchbruch als Stammspieler. Wie nutzt du dieses Trainingslager, um diesem Ziel näher zu kommen? Ja, ich beweise mich im Training, also ich gebe Vollgas, ich versuche mich anzubieten für den Trainer und ja, auch in den Spielen alles zu geben und ja, dann zu hoffen, auch wieder meine Minuten in der Liga, in der Saison zu bekommen. Man merkte, dass jetzt gerade in der Offensive viel Wert drauf gelegt wird in der Trainingsarbeit. Man sieht, du kannst hier deine Schnelligkeit gut ausspielen. Wie zuversichtlich bist du denn, dass in der Rückrunde mehr als das eine Tor gegen Dresden hier auf deiner Uhr steht? Ja, wir machen sehr viel Taktik, also natürlich sehr viel für die Offensive auch. Ja, ich bin sehr zuversichtlich, also ich hoffe einfach, ich beweise mich im Training und dann, ja. Andi, was kannst du denn von alten Hasen, die hier natürlich auch dabei sind, für deine mögliche weitere Karriere lernen? Ja, ich kann hier echt sehr viel lernen, so was Schnelligkeit angeht, Erstkontakt, das ist bei der U19 ja ganz anders. So zum Beispiel, wenn wir ein Ecke spielen, haben wir bei uns zwei Kontakte, hier ist ja mit einem Kontakt, dann Schnelligkeit, Taktik, ist was ganz anderes als in der U19, ja. Marvin, was natürlich unsere weiblichen Fans hier interessieren wird, was macht man denn zwischen den Trainingseinheiten? Hat man da wirklich viel Freizeit oder ja? Ja, wir haben ja eigentlich immer zweimal Training. Wir hatten gestern eine Einheit und am Nachmittag frei gehabt. Und da sind ein paar nach Antalya gefahren. Und ja, von da haben wir schon unsere Freizeit auch hier. Du hast eben gesagt, sehr gechillt. Was macht man denn in dieser Chill-Out-Phase? Dattelt man da viel? Jettet man viel? Ja, also klar, man hält immer Kontakt mit der Familie, tauscht sich aus.
Ansonsten, Marvin und ich haben jetzt Backgammon gelernt und betteln da uns jeden Tag. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch viel ausruhen, auch mal die Pause gönnen. Wir haben hier einen schönen Spa-Bereich, den wir auch nutzen. Und ja, alles auf die Regeneration setzen, ja. Also aus meiner erkennbar schon längeren Generation, wenn wir früher weggefahren sind, wir haben viel Kart gespielt und solche Dinge gemacht. Spielt das bei euch eine Rolle? Boah. Wieder Karten gespielt? Nee, wahrscheinlich nur online. Also wie gesagt, wir haben halt jetzt Backgammon gelernt, das ist ja auch hier ein Brettspiel und da setzen wir uns dann halt abends in die Lobby, gucken Fußball, trinken noch ein Cappuccino und spielen dabei noch ein bisschen. Justin, gerüchteweise bist du entgegen deiner Art intern eher so der Spaßmacher, habe ich gehört. Okay. Nach außen hin der Schweiger und nach innen hin eher der für die Stimmung sorgt. Was muss man als junger Mensch denn mitbringen, um so ein Trainingslager über sich ergehen zu lassen? Man muss einfach Spaß haben, man muss Bock haben. Und einfach gut drauf sein. Und das schafft er, das sieht man da immer zwischendrin, Andi. Du hast eine zweite Halbzeit gegen Kayseri gespielt und deine erste größere Herausforderung gegen einen, wie wir später erfahren haben, eine Mannschaft, die sogar in dieser Euroleague spielt. Wie war das für dich? Also ich fand es echt eine coole Sache, dass ich noch zweite Halbzeit spielen durfte. Es war ein ganz anderer Gegner wie bei U19 jetzt gegen zum Beispiel jetzt Gonsenheim oder so. Es ist ein ganz anderer Gegner, ganz andere Abläufe, wo man sich hinstellen muss. Ich habe ein paar Fehler gemacht, aber daraus lerne ich. Und ja. Bei dir ist es so, Vertragssituation, du bist ja leider nur ausgeliehen, bist jetzt gerade so richtig gut drauf und viele machen sich natürlich Sorgen. Muss der Marvin nach Ende der Saison eventuell wieder bei uns die Koffer packen? Wie siehst du das? Ich bin ja nur ausgeliehen, ein Jahr von Bayern. Von daher ist bei mir noch alles offen. Die Zukunft, ja, habe ich jetzt auch noch nichts geplant. Ich spiele jetzt noch die halbe Saison und dann schaue ich, wie es weitergeht. Ja, lass uns mal ein bisschen spekulieren, auch für unsere weiblichen Fans. Nehmen wir mal an, wir würden diesen Tabellenplatz halten und würden dann nächstes Jahr vielleicht in einer anderen Liga spielen. Wie sieht es da mit den Perspektiven für Marvin Kuhnia aus? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch ehrlich gesagt noch keine Gedanken dazu gemacht. Aber klar, es ist auch irgendwo verlockend, sage ich mal. Und ja, gehen jetzt den nächsten Schritt. Haben wir noch nicht so geplant. Schauen jetzt die Rückrunde gut angehen und dann sehen wir weiter. Justin, was würde das für dich bedeuten, wenn du in deiner noch jungen Karriere so einen Erfolg raushauen könntest? Natürlich, also das wäre unbeschreiblich. Vor allem mit den Fans, die haben uns immer super angetrieben. Ich glaube, seid ihr euch eigentlich super Feier bewusst, in Saarbrücken. Seid ihr euch eigentlich bewusst, dass die Chance jetzt da ist? Ist da irgendwo ein Druck oder ist da eine Vorfreude? Ich sage, wir sollten uns keinen Druck machen, wir sollten einfach weiter so gut performen und weiter unser Spiel durchziehen und ja, da müssen wir einfach zuversichtlich sein und ja, weiter punkten. Julian, bei dir ist es so, du bist hinter zwei sehr erfahrenen und sehr guten Torhütern die Nummer 3, hast trotzdem schon mehrfach auf der Bank gesessen, U23-Regelung. Was lernt man als junger Torwart aus so einer Situation? Ja, klar, geduldig zu sein, immer weiter Vollgas geben im Training, alles reinhauen. Man sieht, im Fußball kann alles immer schnell gehen. Und auch gerade mit der U23-Regel rutscht man da schnell rein. Und ansonsten, ja, klar, tauschen wir uns unter den Torhütern immer aus und versuchen uns da auch Hilfestellungen zu geben, dass wir halt weiter vorankommen. Also ihr drei macht einen extrem teamfähigen Eindruck unter den drei Torhütern. Das sieht man. Also kannst du da viel mitnehmen? Ja, klar. Ja, das stimmt schon. Auch mit dem Hammer und so, das passt alles. Ja, helfen wir uns immer gegenseitig. Marvin, Fangfrage für dich. Mit wie viel Tor können wir noch rechnen in der Rückrunde? Ja, ich versuche jedes Spiel ein Tor zu machen am besten.
habe mir da selber noch kein Ziel, sag ich mal, mit Toren gesteckt, aber versuche natürlich so viele Tore wie möglich zu schießen. Und was am Ende rausspringt, werden wir sehen. Ali, machst du dir Hoffnung, dass du vielleicht mal in der Rückrunde zum Einsatz kommst? Wäre das so ein Traum von dir? Das wäre ein Riesentraum für mich, weil ich habe ja früher auch immer am Block gestanden. Es war immer ein Traum, unten auf dem Rasen zu stehen und vor dieser Kulisse, vor diesen Fans. Und ja. Gut, dann drücken wir euch allen die Daumen. Jungs, es war mir eine Freude, dass ihr mich so alt aussehen ließet hier. Das war die Ausgabe Youngster versus Oldie bei FCS TV. Wir melden uns dann mit weiteren Beiträgen auch nach dem Spiel gegen Sivasspor. Bis dahin eine gute Zeit und schöne Grüße nach Deutschland. Bis dann.